Mitmach-Comedy bei Saints Row 3. Wenn wir nicht in genau 15 Minuten diese Folge beenden, verbrennt unser Essen. Das heißt, ihr könnt live mitlachen, während wir vor verkohlten Überresten sitzen. Wir haben keine Zeit, Fritz. Auf und davon. Auftrag angenommen. So, was nehmen wir denn? Achso, wir können ja nur das hier nehmen, Angel. Ja. Das ist aber ein schönes Akira-Outfit. Gell? Angel, passt auch mit dem Motorrad? What advice can you give me for my fight with Kilbane? Don't fight him. You know I have to. Let me do it. Angel. I've been living with a shame for years. Give me the chance to make it right. You think you can beat him? All I need is the opportunity. All right, how can I help? Before I can fight, I need to reclaim my honor. Yeah. How do you do that? Meet me at the Three Count Casino and I'll show you. In der letzten Folge hatten wir ja Kilbane aufgefordert zum Wrestling. Und jetzt brauchen wir was? Angels. Wir brauchen, glaube ich, mehr als Angels Hilfe im Ring. Wir brauchen, glaube ich, auch ein neues Motorrad. Nee, ich habe das da hinten geparkt. Außerdem ist es ja ein Fahrservice. Kann nicht das Motorrad von Akira von selber parken? Natürlich. Sicher. Okay, so why are we here? Losing his mask is the ultimate shame a luchador can feel. I can't steal it back. I need to earn it. Alright, how do we do that? We heard a lot of people. Ich ahne, dass wir diese Missionslösung schon mal angewandt haben. Zerstörungsplätze. Nehmen wir doch hier unser schöner. So, machen wir. Was heißt denn Zerstörungsplätze? Das heißt, dass die Übersetzer auf ihre Plätze gehören. Oder selber ganz schön zerstört waren, dass sie das übersetzt haben. Alles THQs schuld. Jetzt, das haben sie jetzt davon. So, hier. Den auch? Nee. Oder nee. Warst du schon mal im Casino? Nee, also auf Usedom war ich mal im Casino. Doch, warte mal, dann war ich in Berlin in diesem Casino, was neben dem Berlinalpalast ist. Okay. Da war ich mal irgendwann für einen Job. Da haben wir irgendwie eine Geschichte über Pokerspielen gemacht. Und da musste ich da sogar Poker spielen. Ja, so tun als ob. Da ist der Manager. Hier. Frage den Manager. Fragen wir ihn mal. Hallo, guten Tag. What are you doing in my casino? Where is Kilbane keeping my mask? Okay, okay! Jeez, it's gotta be in the vault, behind the teller cages! You knew we kept your mask, why didn't you look for it earlier? You broke my spirit. I didn't think I was worthy of it. What changed? Ich war in Las Vegas beim Casino. Bin dann so an den Roulette-Tisch gegangen und dachte mir, ich setze jetzt einfach $50, mehr will ich nicht ausgeben, auf eine Farbe und dann war es das für mich für Glücksspiel. Und dann ging's los. Genau. And it's the real thing? I know every curve, every color, every mark on this mask. Then put that thing on and let's go! Angel de la Muerte is reborn! Jedenfalls setzte ich It's time to send Kilbane a message. Start with those statues. Fine. Let's tear this place up. Die Vorgeschichte war, unser guter Kollege Bernd Fischer hatte bei seinem Las Vegas Besuch alles auf schwarz gesetzt und verloren. Ja. Daraufhin hat er mir gesagt, ich muss alles auf rot setzen. Und mich also an den ersten Roulette-Tisch in dem Casino vom Hard Rock Café hin. Und meinte zum Croupier, so, I just put the chips on the table or what? Woraufhin er entgegnete, you've clearly done this before. Dann hat er Humor gehabt, ja? Dann habe ich eben meine ganze Asche da auf rot gesetzt. Ja, einmal gedreht, alles verloren. Ende meiner Glücksspielkarriere. Aber siehst du, stell dir mal vor, wenn ich gewonnen hätte. Aber es hat sich nicht gelockt, dann zu sagen, ja komm, einmal versuchen. Nee, weil das ist total der Aufriss gewesen, überhaupt die Chips zu kriegen. Wieso? Du musst da extra halt an so einen Schalter hin und dann musst du halt da. Ich hatte halt keine Dollars dabei, sondern halt nur irgendwie meine PC oder Kreditkarte.
wenn man mit Kreditkarte da was holt, musste man irgendwie, weil das eine ausländische Kreditkarte war, nur 1000 Formulare unterschreiben. Scheiße. Und da dachte ich mir so, ja, boah, jetzt nochmal den ganzen Scheiß und dann gewinne ich da wieder nichts. Nee, kein Bock. Das ist voll nervig. Das heißt, wenn ich nämlich gewonnen hätte, werde ich wahrscheinlich heute noch an dem Roulette-Tisch sitzen. Haus und Hof verzocken. Und so waren es halt nur $50. Ist da bei dir auch irgendwie einer durch die Gegend gerannt und alles kaputt gemacht? Bin mir nicht sicher. Was aber lustig war, ich habe zuerst Dead Rising 2 gespielt und dann ein echtes Casino gesehen. Und das ist genau der gleiche Effekt, oder kann ich mir vorstellen, genau der gleiche Effekt, wenn man erst Dead Rising 1 spielt und dann in ein Einkaufszentrum reingeht. Und dann siehst du nämlich, auf wie viel, also auf lächerlich viele Details, die in diesem Spiel geachtet haben. Mhm. Also es ist wirklich gruselig. Das ist fast noch gruseliger, als wenn man erst in New Vegas am McCarran Flughafen ist und dann im echten Las Vegas McCarran Flughafen ist, weil das nämlich auch abgefahren ist, wie auf wie viele Sachen die da geachtet haben. Ich bin nicht ganz sicher, warum jetzt hier so viele Gegner sind. Also, warum muss ich denn so viele Gegner kaputt machen? Ich hätte einen Lösungsansatz. Vor allem, die sprengen hier ganz schön rum. Gut, dass ich in der Pause nochmal Upgrades geholt habe. Jetzt alle zerstören hier. Voll viel. Das ist doch den guten Mega Man Blaster. Ja, hier, zack, geh weg. Pew, pew, pew. Oh, finish him. Du hast wieder die Sucht, dich immer hinzukriegen. Ich weiß gar nicht, aus welchem Spiel das ist. Ich glaube, ich bin zuletzt. Aber da macht man eigentlich, da kann man sich nicht hinhocken. In so Schleichspielen würde man eher immer so geduckt rumlaufen. Ja. Was habe ich sonst noch gespielt? Splinter Cell oder so. Nee, Arma habe ich gespielt, aber da brauchst du 5 Tasten, um dich hinzuhocken. 5 Tasten, eine Tanzmatte und einen Schubregler. Und Stalker. Stalker 1 habe ich jetzt mal auf meinem Rechner installiert. Ich spiele das gerade mal ein bisschen. Warte mal, ich will eine andere Waffe. Bin da total begeistert von. Also, Stalker 1 ist so richtig gut. Toll, das ist echt. Ich habe diese 2009er Mod installiert, damit alles ein bisschen hübscher aussieht und ein paar Features noch so angemacht sind und so ein paar Wettereffekte und so zusätzlich. Und Alter, das ist cool. Also ich habe das damals nur bis zur ersten größeren Stadt gespielt, also da, wo diese Bar ist. Mhm. Ich war noch bei der Garage und bei diesem Gazprom-Ding da, oder wie das heißt. Diese komische Forschungseinrichtung. Und habe das damals aber schon so mit, naja, so 12 Frames gespielt. Auf was bei dem Spiel ja nur wirklich, da musst du ja auch wirklich zielen, ja, und irgendwie schnell reagieren. Das ist ganz schön schwierig gewesen, aber ich bin so einer, der keine Details ausschalten kann. Dann lieber Standbilder. Ich meine, da kann ich mir die halt wenigstens so anschauen. Ich kann mich auch noch daran erinnern, ich habe das damals eben durchgespielt, also mehrmals. Und aber eben auch auf so einem Kack-Computer, dass halt alles geruppelt hat. Ah! Aber es war es wert, also das habe ich echt gerne gespielt. Aber ich hatte, nachdem ich Stalker 1 mit dem Stalker 1 fertig war und so das wahre Ende gesehen habe, was man auch ein bisschen braucht, bis man checkt, was man da machen muss, überhaupt kein Bedürfnis, jemals wieder ein Stalker-Spiel zu spielen. Okay. Also ich hatte danach. Ich habe jetzt extra alle 3 geholt bei Steam, weil ich dachte, ach, spielst du die alle mal. Ich weiß auch nicht, was das ist. Hatte dann irgendwie Metro, was ja gut, das ist so ganz grob vom Szenario ähnlich, aber von der Art und Weise, wie es gespielt wird, natürlich schon anders, weil es halt eigentlich ein straighter Shooter ist. Ja. Aber so richtig super toll fand ich das nicht. Ist ein bisschen clunky, Metro. Warum schießt denn der jetzt nicht? Habe ich keine Munition mehr? Ah, jetzt so. Weil heiß. Das Heißometer war an. Bei ihm auch. Hat mir das schon mal geschafft? Das ist ja super. Ich glaube nicht. Schießt dem anderen auch auf den Tank. Los. Warte mal. Jetzt muss ich erstmal nach oben. So, hier sind wir weg. Bei unserem Essen ist das Heißometer übrigens noch nicht an. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Aber es riecht schon so ein bisschen so. Du riechst das. Ach, guck mal, der ist übernommen. Ein neues Gebäude. Cool. Wahnsinn. Können wir da jetzt auch Roulette spielen? Wahrscheinlich. Roulette. Schauen wir mal, was der nächste Auftrag. Nennen Sie ein Spiel, bereitet, das im Casino gespielt wird. Roy Murder Black. Brawl.
Murder Brawl nicht, oder? Nee. Roy Black. An incredible night, Zack. And now it's time for the main event. I can't wait. Let's do it. There he is, Bobby. Eddie Kilbane Pryor, the walking apocalypse himself. You can't help but wonder how the Stillwater Butcher can't compete. I'll tell you, Zach, this psycho is a complete whack job. You know, when he came out of the womb, this guy literally choked out the doctor with his own umbilical cord. Is that fucking sick? I'll be ringside, keeping luchadors off your ass while you finish Kilbane. Good luck, man. Nein, das ist kein richtiger Wrestling-Kampf drin, oder? Receiving no love here. Not at all. It is raining hate down where they are. And of course it is. After what their capo did to Stillwater, they're lucky the fans aren't knifing them on their way to the ring. Wait, oh my God, look at that. It's Angel de la Muerte. Angel de la Muerte, the second half of a Pale Riders, sometimes regarded as the herald of a walking apocalypse. The youngest wrestler to ever win the Super K-Cup is here in the Steel Court Arena. History is writing itself tonight, Zach. After his questionable loss to Kilbane years ago, Angel dropped off the face of the earth. If you're a fan of Murder Brawl, this is shaping up to be the best night of your life. So, was müssen wir jetzt machen? Time to get to work. Zugucken. All right, here we go. And here's the Butcher of Stillwater swaggering in. And speaking of surprises, here comes the Luchadors in force. Oh, der war dein Lieblingswrestler früher? Klar. Natürlich. Natürlich, auf die Frage habe ich eine Antwort. Mochte man den Undertaker? Der Eingehörte. Der Undertaker kämpft, glaube ich, sogar heute noch. Ich weiß nicht, ob es derselbe Mann ist. Wahrscheinlich ja, der sieht genauso fertig aus wie früher, aber... Well, you know, du musst ihm noch helfen. Der lenkt den Schiri ab. Hau den. Den anderen auch. Der lenkt auch den Schiri ab. Ich glaube auch, dass bei im DSF oder so, ich glaube, es sind sogar immer noch die Sportsender, oder? Es sind, glaube ich, immer noch die gleichen Kommentatoren, die Wrestling heutzutage kommentieren, oder zumindest einer von denen. Und das ist total verwundert, dass das immer noch dieselben Leute sind. Kilbane will be able to capitalize on to win. You know, Kilbane was as shocked as the rest of us. Holy sh! Nee, ich hab das nie geguckt, muss ich verstehen. Ich kannte nur Hulk Hogan von dieser Thunder in Paradise Serie. Oh my God, no Angel is coming! Oh, I can't believe this, Bobby. This is punishing to. Oder kommen noch mehr von den bösen Jungs? Das sieht aus wie gestellt. Beim Wrestling? The Butcher of Stillwater is making his way towards Angel. How much can one person be expected to... Oh my God! Nein! I hope the Olympics got some Bobby. It is raining blood. A fatal flaw in the Luchador's plan, Bobby. Ja, aber ist ja alles nur gespielt. Ich fühle mich ja nur so. Die werden nachher alle wieder zusammengeklebt. Was das für Training erfordert, halt realistisch von der Kettensäge zersägt zu werden. Was läuft das denn nicht? Das ist nicht schlecht. Das ist... You're the best. Und da habe ich letztens noch gesagt, es müsste mal ein Musical-Spiel geben. Das ist es. I think I broke my leg. Get in there and kick that bastard's ass. Oh, geil. These jobbers. Well, it looks like people are going to see the fight they paid for as the Butcher of Stillwater stands toe-to-toe with Kilbane. Now, this is classic Saints tactics. Use someone to weaken up the opponent, then swoop on him for the kill. Yes. I love it. I already beat your champion. Ouch. I am going to rip that mask off your fucking face. When I'm through with you. This is it, folks. Two giants in the field of destruction facing off. Dass er das halt auch alles noch gemacht hat, die Animationen und so. Der war, hat THQ nicht auch diese ganzen UFC-Sachen eine Zeit lang gemacht? Stimmt, damit haben sie sich ja mehr oder weniger so ein bisschen gestartet. Ja. Schlechten. Jetzt, BAM! Den Riesen. Oh!
Oh! Oh. Der übrigens gerade nicht für den Wrestler geschrieben, sondern für unsere Pizzen, die gerade Not like the punches being thrown in here tonight, Zach. Both of our contenders seem to be out for blood. Killbane is embarrassing. Genau wie ich den But this celebrity of the streets isn't making it easy on Killbane. Da kommt ein Fisch! Heilige Heilschläger, Batman. No matter who wins tonight, someone is going home with crushed dreams and internal bleeding. The charge again. Look at the brutality from the Butcher. Finish him. Let's finish him! Als Wrestler kann man da rein und raus glitschen, weil die sind ja so eingeölt. Oder haben sie schon wieder was reingeworfen? Man muss offensichtlich immer mit den. Ich kann mich hier entscheiden. Der Fisch, oder? Der Fisch ist cooler. So. Killbane winds up. Another miss from Killbane. The champion cannot be happy with that one, Zach. In der anderen Ring. An der Ecke. Die müssen wir das jetzt in allen Ecken machen, oder was? Ich hoffe nicht. Unser Essen willen. Right in the crown jewels. There he goes. Was macht er jetzt? Toro! All's fair in love and murder brawl. And here come the luchadors in his place. Murder Brawl is certainly giving the finest and blood-gushing, bone-mashing entertainment tonight, Bobby. My heart goes out for the cleanup crew on this one, Zach. Zack und Zack. Und Fisch. You won't even realize how insignificant. And here comes the kill switch. Unbelievable! This is incredible. The Killbane just can't connect with the Killswitch. Ultimativer Spielerregel müsste das jetzt der letzte sein, weil da ja eigentlich immer alles dreimal gemacht werden muss. Wenn nicht, dann werde ich diese Folge absichtlich beenden, weil ich mein Essen noch essen will. Der blutet schon richtig. Das sah aber gar nicht so schmerzhaft aus. Das sah eher für uns schmerzhaft aus, ja. Aber das sagte ich mir früher beim Wrestling immer. Das ist halt ihm auch ein bisschen wehgetan. Hat er Aua gerufen. Jetzt pinnen! Ready for your close-up? Wait! I'll give you the secret of the Apocalypse. Just leave me my mask! Vergiss es! Nee, komm, die maskieren. Maske ab! Swear, Killbane. We're going nationwide. It's shades of Angel Dante as Killbane has been demasked. Yes, we have seen the face of the walking apocalypse. And to be honest, it's a man with a receding hairline. Entsetzlich. Saints are still standing. What a night, Zach. What a night. Killbane, it's just a match. It's my fucking reputation. This is my city. I am its Caesar. And I get to fiddle while it burns.
Ja, Wahnsinn. Das war der Murder Brawl. Das war auch unser Essen. Das ist gerade jetzt auf Kohleniveau. Für euch, Leute, hungern wir. Oder essen Kohle. Das werden wir jetzt gleich rausfinden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.